Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Wir sind jetzt bei dem Herrn Wendisch und wir haben uns jetzt noch mal zwei verschiedene Kastenwagen angeguckt, weil wir noch ein bisschen am Überlegen sind. Und die wollen wir euch gerne mal zeigen. Und zwar ist das einmal der Challenger Venny 217 Elegance. Das ist jetzt aber die 2019er Ausführung. Wir gehen nachher mal kurz in die 220 Ausführung rüber. Der ist kürzer, der hat ist die 6 Meter Version und hat Querbetten. Und das wollen wir halt nicht. Wir wollen ja Längsbetten. Und die 219er Version hat die Längsbetten. Und also optisch hat sich überhaupt nichts verändert. Ein bisschen Schnickischnackel am Mobiliar, aber ansonsten gar nichts. Und deswegen führen wir euch jetzt die 2019er Version vor, weil das für uns das Auto wäre, was in Frage kommen würde. Ja, dann fangen wir mal an mit der Dinette hier. Also das gibt es nicht mehr. Zeigen wir euch nachher auch in der 220er Version. Leider hat Challenger auch nicht die Option, es beizubehalten, sondern es ist einfach, gibt es nicht mehr. Ist offen jetzt oben und ein bisschen mehr Raumgefühl, aber das Staufach fällt dann komplett aus. Hier haben wir jetzt das Panel, da muss man ja mal gucken, wo das drüben ist, für Wasser und Strom etc. Das ist halt jetzt nicht an, weil kein Strom drauf ist. Hier haben wir das Panel für die Trumaheizung. Ja, dann haben wir hier die Schränke, die sind auch recht groß und tief, die zwei hier. Und das ist kein Soft Close, also das muss man wirklich zumachen. Es geht nicht von alleine, aber das finde ich persönlich also nicht schlimm. Ich bräuchte das nicht unbedingt. Bei Soft Close ist es ja oft auch so, dass es dann mit viel Fahrerei auch Probleme gibt. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn es das nicht gibt. Ja, dann haben wir, was ich gut finde hier, dass die Fenster verkleidet sind mit Leder. Das finde ich gut, ist abwaschbar. Und es gibt jetzt in der neuen Version 220 Rahmenfenster auf Option. Die kann man also dann dazu buchen. So, ich zeige euch mal den Tisch. Den kann man also ausklappen. Und zum Beispiel finde ich das sehr gut, weil wenn man mal nicht so viel Platz braucht, hat man einfach ein bisschen mehr Luft und mehr Freiheit. Und wenn man den Platz braucht, dann klappt man es halt um. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. So, und da meine Frau gehandicapt ist im Moment mit dem rechten Arm, muss ich euch das zeigen. Den Tisch kann man verlängern. Oh, wenn man nicht so dick ist. Und hat dann zusammen mit der Kombination dem kleinen Küchentisch hier eine schöne Arbeitsfläche. Und dann kann man was machen. Ich habe übrigens meine Bandage jetzt mal abgemacht, weil mit dem Ding hier drinnen, das ist keine gute Idee. So, hier haben wir den Küchenschrank. Der ist jetzt nicht so sehr tief. Also hier ist nichts für Geschirr geeignet, aber ist trotzdem relativ viel Stauraum drin. Für andere Sachen halt eben Küchensachen. Und man könnte sich jetzt hier, also ich würde mir jetzt hier noch so einen Boden einziehen, dass man noch einen zweiten Boden drin hatte. Das fände ich jetzt, also haben wir ja bei uns auch gemacht und das wäre mir jetzt einfach zu hoch. Könnte man vielleicht noch einen Boden einziehen. Ja, dann haben wir hier zwei Flammenherd. Was mir bei dem gut gefällt, ist, dass relativ viel Abstand hier ist, dass die nicht so nah aneinander stehen, dass man auch mal zwei etwas größere Töpfe vielleicht benutzen kann. Ja, mit Zündung, elektrischer, das ist alles dabei. Und dann haben wir hier das Waschbecken. Und da hat man sich jetzt auch, das ist jetzt also die Premium-Ausführung, hat er gesagt. Also das gibt es bei der Premium-Ausführung gibt es diese Art von Waschbecken. Bei dem anderen drüben, da hat man dann nur dieses Glas und hier ist es halt, was ich so schön finde, eben
mit so einer Platte und das kann man auch hier reinschieben. Und dann hat man hier auch nochmal so eine Abstellmöglichkeit für irgendwas. Und hier, das kann man dann halt eben auch als Schneidebrett benutzen. Ne? Ja. Spülbecken ist schön groß, das finde ich auch gut. Und das ist auch dieses Kunststoff, das gefällt mir sehr gut. Das finde ich besser eigentlich als Edelstahl. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Ja, und das finde ich sehr schön gelöst hier, die Küche. Geht noch ein bisschen schwer, die andere Seite. So. Und dann hat man hier auch nochmal eine Abstellmöglichkeit. Finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Ja, und hier hat man dann halt jetzt Schubfächer. Und für Besteck noch eine Einlage. Und auch nochmal hier große Schubfächer. Und hier unten auch nochmal ein großes Fach. Also passt auch jede Menge rein. Hier oben ist auch nochmal ein Ablagefach. Hier haben wir den Kühlschrank. Der ist soweit ganz in Ordnung. Von der Größe her. Außer das Eisfach. Das finde ich ein bisschen arg klein. Das ist ein Mini-Eisfach. Aber ansonsten ist der ganz in Ordnung. Ja, und hier haben wir nochmal einen großen Kleiderschrank. Und da kann man jetzt zum Beispiel die Schiene rausziehen. Das finde ich ganz gut. Dann kommen wir zum Bad. Also hier nochmal ein ganzer Spiegel. Das ist auch schön, wenn man sich mal irgendwie anzieht und man sich angucken will. So, jetzt kommen wir zum Bad. Da finde ich den Türgriff sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist nicht so kantig, da rennt man nicht gegen, weil der so geformt ist. Das finde ich eine sehr gute Lösung vom Türgriff hier. Liegt gut in der Hand, also ein sehr schöner Türgriff. Ja, Bad ist immer Kompromiss. Wir haben ja gesagt, wir können im Bad einen Kompromiss eingehen mit der Dusche, weil wir uns wirklich sehr selten im Bad duschen. Wir gehen doch meistens auf Campingplätze, ab und an benutzen wir es schon mal, aber es kommt recht selten vor. Also, man kann hier diese Toilette zum Duschen, Michael hat sie gerade mal beiseite geschoben, man kann die einfach so verdrehen. Dann hat man ein bisschen mehr Platz, dass die nicht nach vorne gedreht ist, sondern eben so zur Seite gedreht ist. Und dann hat man hier Raumfreiheit. Michael kommt gerade so hin mit dem Kopf, gerade so, passt also, schleift vielleicht schon manchmal ein bisschen um, aber es geht. So, und dann hat man, das Waschbecken kann man verschieben. Ich zeige euch das jetzt nicht so, ich kann nur mit einer Hand, deswegen. Man kann es also hin und her schieben. Hier hat man Toilettenrollenhalter, Toilettenspülung da unten drunter und hier hat man halt die Dusche und die kann man dann als Außendusche benutzen, Fenster raus oder man kann sie halt eben auch hier oben einhängen. Ne, da ist nochmal ein Duschhalter zum Duschen. Ja, großes Fenster, das ist natürlich was Schönes. Handtuchhalter finde ich auch ganz gut, da ist nochmal einer, ein Handtuchhalter. Das finde ich ganz gut. Jetzt gehe ich mal hier rein. Kannst du mal die Tür ein bisschen halten? Ja, und dann haben wir hier nochmal auch ein Staufach. Und mal was rein. Und das ist auch recht groß, muss ich sagen. Hier liegt jetzt der Duschvorhang drin. Das ist auch recht groß, das Fach hier. Da kann man schon ein bisschen was reinstellen. Also nicht schlecht. Und dann kommt der Duschvorhang, wenn man das möchte, halt hier ran und fertig aus. So, also wir stehen jetzt hier im Schlafbereich und da muss ich ganz ehrlich sagen, den Schlafbereich finde ich gut, weil wir haben hier relativ viel Stauraum. Wir haben erst gedacht, nee, weil Michael zeigt euch mal, da ist so eine Platte hier eingezogen. Und da haben wir erst gedacht, oh, dann bleibt ja nur hier oben drauf so ein bisschen zum Laden und unten drunter das schmale Fach. Da passt ja nicht ganz so viel rein, außer Tisch und Stühle. Aber
Man kann also, ihr seht ja, die Betten hochklappen. Man könnte jetzt also auch hier Fahrräder drin, wenn man das möchte, mitnehmen. Und wenn man die hochklappt, die Betten, ist hier unten drunter jede Menge Stauraum. Das finde ich gut. Richtig tiefe Fächer. Kann man, siehst du das bis unten? So, hier ist also nochmal wirklich ganz viel Stauraum. Drei Fächer haben wir hier, wo es auch wirklich ganz tief runter geht. Und hier haben wir dann nochmal hinten so eine Ablage. Also das finde ich echt richtig genial gelöst, muss ich ehrlich sagen. Und dann, gebe ich dir mal wieder zurück. So, hier hat man auf der Seite auch nochmal Staufächer. Einmal hier. Einen relativ großen Schrank. Und hier haben wir ein Staufach. Und das andere kannst du dir dann nochmal selber zeigen. Ja. Und da auch nochmal ein Staufach. Also, richtig genial. Und hier, gib mir mal die Kamera, ich zeige euch das nochmal. Ja, und hier an der Treppe haben wir natürlich auch nochmal ein Schuhfach oder was auch immer, whatever. So. Und was ich jetzt gut finde, ist, wenn der Michael das jetzt mal zusammenbaut, dann zeige ich euch mal, was ich ganz toll finde. Oh je, das zeige ich nicht. Das oder Dong, Dong, Dong. Da haben wir die Gefahrenquelle. Ach Gott. Ach Gottchen, Mensch. So, und jetzt kann man dazwischen Bretter einlegen. Lass die mal gerade erstmal weg, weil ich will dir mal zeigen, was ich so schön finde. Ich gebe dir nochmal die Kamera. So. Was ich jetzt schön an dem Auto finde, ist, da der ja wirklich viel Stauraum hier unten drunter hat und auch dort Staufächer hat, die man ja dann von hier aus auch, wo man gut rankommt, dann habe ich die Möglichkeit, eben diesen Aufbau für das Mittelstück wegzulassen und habe hier eine Beinfreiheit. Habe hier also eine Beinfreiheit und kann hier also richtig schön hoch und runter laufen, komme super an die Schränke hier überall ran, also auch hier hinten. Und hier hinten ist auch noch ein Fach, das zeige ich euch gleich nochmal, so ein kleineres. Und dann komme ich hier super überall von allen Seiten ran und habe hier Freiheit. Also das finde ich persönlich vom Stauraum her echt super gelöst. Und ich glaube auch, dass hier genug Stauraummöglichkeiten sind, dass man auf dieses Fach da vorne verzichten kann. Oder? Ich denke so. Also vom Stauraum ist der wirklich, wirklich toll. Wir haben eine andere Verarbeitung als bei Malibu, da müssen wir nicht drüber reden. Das hört man, das merkt man. Das ist natürlich auch eine Preisfrage. Aber so von dem Konzept jetzt her finde ich das Auto wirklich nicht schlecht. Michael zeigt euch nochmal gerade die Rollos, die hinten am Fenster sind. Die sind auch übrigens verkleidet, die Fenster. Sagen. Ja. Und von oben nach unten kannst du nochmal das Rollen. Genau. Ja, das ist vernünftig und ich finde es auch toll, dass das verkleidet ist, das Fenster. Also das hat echt für mich, das Auto kriegt von mir hier Pluspunkte schon alleine für diese Geschichte. Das finde ich schön. Und wenn du möchtest und du willst eine Liegewiese haben, naja, dann machst du dir die Bretter hier dazwischen rein. Michael baut das gleich nochmal auf, dann zeigen wir euch das.
Und wenn du das nicht haben möchtest, naja, dann hast du hier halt schön Beifreiheit, wenn du nachts mal auf das Örtchen raus musst. Und musst du nicht nach vorne klettern, sondern kannst hier wunderbar aufstehen. Das hat für mich, kriegt du mir einen Daumen nach oben, muss ich wirklich sagen. So, Michael baut das mal zusammen. So, dann hängt man das einfach hier so ein. Und genauso macht man das mit dem vorderen Teil. Oder man kann sogar jetzt, wenn man das möchte, auch mal zum Schlafen nur das hintere Teil so machen. Ne? Dann hat man oben nochmal im Kopfteil also etwas mehr Breite und hat hier unten zum Aussteigen Beinfreiheit. Nicht schlecht, oder? Ja. Also das finden wir jetzt mal wirklich richtig gut. Und auch die Lämpchen sind sehr schön. Also nochmal Leselampen, zeigst du die gerade nochmal? Ja, da haben wir nochmal Leselampen. Und hier oben zeige ich euch nochmal das Staufach. Ja, hier ist dann nochmal so ein kleineres Staufach dran für kleine Sachen. Aber ist okay. Rückfahrkamera ist auch schon eingebaut. Mhm. Fahrradträger dran. Jetzt wissen wir allerdings nicht, was das Auto kostet. Ne? Nee, wir gucken jetzt gleich mal drüben bei dem neuen, da steht es dran, was es kostet. Und der hat dieses automatisierte Schaltgetriebe, ne? Ja? Ja. Aha, okay. Aber gut, es gibt ja schon das neue. Also wir, wenn, dann möchten wir ja das neue Getriebe haben. Also, ich drehe mich nochmal um. Kein schlechtes Auto, kann man nicht anders sagen. Jetzt gehen wir mal rüber in die 220er Version, um den Unterschied zu zeigen. Was wir noch vergessen haben ist, hier kann man den Tisch von drinnen einrasten. Davon gehe ich mal aus, weil die gleiche Schiene gibt es an dem Tisch da hinten. Und dann nehme ich mal an, dass man den rausmachen kann und kann den hier vorne einklemmen und dann hat man gleich einen Tisch. Denke ich mal. Ne? So wird das sein. Den Tisch, habe ich gerade gesagt. Das ist ja die gleiche Schiene da hinten, die da dran ist. Und da wird man den rausmachen können und dann kann man den nämlich hier reinmachen und dann hat gleich einen Campingtisch. Ja. Also, das auch ist nicht schlecht. Das gehen wir nochmal von hinten. Ich will euch das nochmal von hinten nochmal zeigen. So, hier haben wir nochmal. Moment mal ein bisschen. So, ups. So, hier wollte ich euch nochmal zeigen, hier sind dann Platz nochmal für Gasflaschen. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Autos alle mit Dieselheizung sind. Ja, und dass man also auf keinen Fall zwei Gasflaschen braucht, wenn man die wirklich nur zum Kochen braucht. Reicht eine aus, also hätte man hier auch nochmal so ein bisschen Möglichkeiten, die, was man neben einer Gasflasche so verstauen kann. Ja, du bist. Michael, zeig nochmal, ich habe noch was vergessen hier an dem Tischchen, in der Küche vorne gibt es dann auch nochmal so ein kleines Staufach und da oben ist auch nochmal ein kleines Staufach. Das ist Lichtschalter wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ne? So, jetzt gehen wir mal rüber zu der anderen Version. Das ist jetzt die neue Variante. So, und dann zeige ich euch gleich mal. Das ist jetzt zum Beispiel hier ein bisschen anders. Da hat man nicht mehr dieses Fach zum Aufklappen, sondern das ist offen. Ansonsten aber gleich. So, jetzt sind wir in der 220er Version. Also ein bisschen hat sich das Design geändert, also auch vom Mobiliar. Das ist natürlich schöner, finde ich. Also wesentlich schöner. Hier ist jetzt ein anderer Tisch drin. Das gibt sicherlich auch irgendwie alles ein bisschen auf Optionen, weil das ist jetzt also eine Standardvariante. Da drüben hat man eine Premium-Variante gehabt. Und ich denke mal, dass man sich das wahrscheinlich ein bisschen vielleicht auch individuell gestalten kann. Und wenn nicht, dann ist das jetzt hier ein größerer Tisch. Ich muss das mit links mal probieren. Den man hier rausziehen kann. So, und dann hat man hier auch nochmal die Platte. So, und dann hat man hier auch eine schöne Arbeitsfläche. Also
jede Menge Platz zum Arbeiten, mehr als ich es jetzt habe. Das finde ich auch schön vom Dekor, das gefällt mir gut. So, das ist also jetzt ein bisschen anders, der Tisch. Hier haben wir jetzt die zweimal Glasplatten. Das hat er aber gesagt, kann man wohl in einer anderen Variante auch dort kriegen, wie es da drüben war, wo das Brettchen reinging. Das gefällt mir wesentlich besser als das hier. So, und ja, Schränke ist alles gleich, brauchen wir nicht zu zeigen. Und was wir nur jetzt zeigen müssen, ist halt, dass es hier, das ist jetzt ohne dieses Fach hier oben. Also man hat schon, wenn man hier drin steht, mehr Raumgefühl. Das muss man schon sagen. Ja? Es fehlt halt natürlich dieses Fach, aber dadurch, dass der ja so viel Stauraum hat, ich könnte darauf verzichten. In dem Fall würde ich tatsächlich auf dieses Fach hier oben verzichten, weil der echt viel Stauraum hat, finde ich. Und das sind auch, hier sind so schöne Kleinigkeiten hier, so Fächer. Das finde ich auch gut, dass die das hier haben. Hier sind so kleine, auf der Seite auch wieder drüben, wo man was reinlegen kann. Also es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man hier steht. Hier oben ist eine Lampe, kann man jetzt natürlich leider nicht anmachen, weil wir haben keinen Strom. Und ansonsten, also in der Variante jetzt, in der 220er Version, gibt es Rahmenfenster als Option. Kann man sich also machen lassen. Ansonsten halt auch wieder hier verkleidet und es ist alles gleich wie bei dem anderen auch. Ja, ich gucke noch mal gerade kurz ins Bad rein, ob sich da was geändert hat. Nee, alles das Gleiche. Ja, also das war's von dem Challenger Venny V217. Das ist, wie gesagt, jetzt das neue Raumgefühl, die 220er Version. Und der kostet jetzt, schau mal, geh mal ans Fenster. 43.760. Ja, aber da ist was schon dabei. Der Motor mit 140 PS, eine Markise, das war's. Und der Grundpreis? Der Grundpreis 39,9. Und mehr ist jetzt nicht, da war da nicht noch mehr? Nein, die Überführung, die 1200 Euro, die bezahlt sie ja überall. Ja. Und Fahrerhausverdunklung nochmal. Das ist mit dabei? Das ist jetzt ein Extra. Das ist ein Extra. Das ist ja. Ach so, ist jetzt aber in dem Auto, so wie es hier steht, ja, der kostet 43.750. 60. 760. Und da wäre jetzt schon die Fahrerhausverdunklung. Na, wenn die dabei ist, dann zeige ich die dann auch gleich mal. Warte mal. Michael, zeigt euch mal die Fahrerhausverdunklung. Wir sind irgendwie irritiert. Die geht nämlich nicht bis ganz hoch. Da ist Schluss. Ja, ich will jetzt hier nicht weitermachen, das geht garantiert. Entweder machen wir irgendwas verkehrt. Ja, mit Sicherheit. Aber viel weiter geht's nicht. Guck mal, an der Ecke ist nicht mehr so viel Platz da. Doch, das geht mit Sicherheit. Sonst wäre die ja sinnlos. Ja, da müssen wir uns nochmal erkundigen. Also ansonsten wäre das nämlich ein schönes Ding. Einfach hochgezogen und vor allen Dingen so mal nach oben und nicht so zur Seite weg. Ne? Ja. Aber wenn oben so viel Platz bleiben würde, das wäre ja schlecht. Das ist fertig. Ja, ich jetzt auf. Weiter mache ich nicht. Hallo, liebe Videofreunde. Ja, wir sind wieder zu Hause angekommen und haben uns heute beim Herrn Wendisch entschieden, nicht noch einen Kastenwagen vorzuführen. Das wollten wir nur noch mal sagen, weil ja, es ist auch eine 2019er Version, die 2020er sind noch nicht da. Bei vielen Händlern sind noch keine 220er Modelle da in unserer Umgebung jetzt hier. Und da haben wir uns entschieden, wir zeigen den jetzt nicht nochmal. Es war auch heute wirklich richtiges, olles Wetter draußen, Regen, Regen, Regen und dann mit den schmutzigen Schuhen da rein und das wollten wir halt einfach auch nicht. Unbedingt da das Auto noch mal so schmutzig machen. Und wir haben ja sowieso kein Kaufinteresse an dem Auto, kein wirkliches Kaufinteresse an dem Auto, aus dem einfachen Grund, weil der hat halt dunkle Möbel, der sieht sehr schick aus, aber dunkles Mobiliar, dunkles Holz, und aber weiße Verkleidungen und weiße Sitze. Und deswegen kommt es für uns also definitiv nicht in Frage.
Ja, viele haben ja von euch jetzt gefragt, ja, was ist denn jetzt mit eurem Malibu und so weiter und so fort. Dann denken sie vielleicht, ja, haben sie einen Wind gemacht, kaufen ein neues Auto, jetzt doch nicht. Also wir müssen uns, wir hatten das in einem Video schon mal kurz erwähnt, ein bisschen gedulden, weil sich, wie gesagt, die berufliche Situation für Michael ab November verändert. Er hat dann 700 Kilometer Anfahrtsweg zur Arbeit. Und muss dann dort auch längere Zeit, also was heißt längere Zeit, also am Stück eine Weile vor Ort immer bleiben. Und wir wissen auch noch nicht, ob die Auftragslage dort so gegeben ist, wie der Job jetzt in Leipzig gewesen ist. Von daher müssen wir einfach vernünftig sein und die Situation ein bisschen abwarten. Michael möchte auch eine gewisse Sicherheit haben, wenn wir ein neues Auto kaufen. Und wir haben ja auch unseren Pecolino und wir sind auch immer noch zufrieden mit unserem Pecolino. Und von daher ist ja nur die Automatik letztendlich, die stört, also die nicht vorhandene Automatik, die stört, müssen wir uns halt einfach noch ein bisschen gedulden. Das ist halt einfach so, manchmal gibt es halt ja kurzfristig andere Umstände und dann muss man halt ein bisschen vernünftig sein. Deswegen, wir sind immer noch dran, es ist immer auch noch der Malibu und von daher wird sich da wahrscheinlich nicht mehr allzu viel ändern. Vielleicht fahren wir nochmal auf die Messe nach Leipzig. Das müssen wir gucken, ob wir das zeitlich hinkriegen, weil in dieser Woche bei uns ein Termin nach dem anderen ist. Und wir schauen mal. Aber ich glaube, so grundsätzlich gesehen wird es wohl der Malibu, wenn wir umsteigen bleiben. Aber ein bisschen Geduld noch bitte. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns hoffentlich nicht allzu lange, nämlich bis zum Wochenende. Wir wollen ins Riesengebirge fahren, in die Tschechei. Es ist nicht allzu weit weg von uns, also nochmal so ein Kurztrip, 3-4 Tage, mal schauen. Aber Michael hat ein bisschen Halsschmerzen gestern angemeldet. Heute geht es ihm eigentlich ganz gut, aber er hat so ein bisschen Halskratzen. Müssen wir abwarten. Wenn wir fit bleiben, fahren wir am Wochenende. Wir hoffen das natürlich, weil für mich war das jetzt sehr gut, die 2 Tage, weil ich wirklich mal nichts gemacht habe und mich gut mit meiner Schulter erholen konnte. Das war wirklich, wirklich gut gewesen. Und ich würde schon gerne am Wochenende noch mal ein paar Tage raus, dass ich mich noch mal so ein bisschen erholen kann, damit man dann mit kranken Gymnastik die kaputte Schulter wieder in Ordnung kriegen. Also, dann hoffe ich mal bis zum Wochenende. Sage tschüss und winke, winke. Falls es was Neues gibt, sage ich Bescheid. Bis dann. Ciao. Michael ist übrigens schon drin im Haus und der hat Hunger. Der wollte was essen. Deswegen ich alleine. Also, bis dann. Tschüss.